Willkommen zurück zu Top Rider 4. Ja, und wir wollten uns ja hier das Becken mal anschauen. Ich denke mal, ich komme hier auch schneller zurück. Hier ist nichts. Entweder lag hier vorher was, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn es auf dem Boden lag, könnte es ja ruhig oben mit Wasser da liegen. Aber na gut, wir holen noch mal Luft kurz, bevor wir da runtergehen. Vielleicht kommen wir ja hier eher hin. Oder auch nicht. Okay, zurück. Okay. Na gut, wir haben es uns aber angeschaut. Dann geht es hier natürlich normal zurück. Können wir stehen. Ja, jetzt auf der anderen Seite. Wasser muss natürlich hier überall reinfließen. Und mich grault es natürlich schon vor dem letzten da hinten beim Feuer. Da wird es nochmal richtig übel. So. Ah ja, da ist schon wieder eine Stange. So. Hier wird dann das Wasser fließen. Okay. Hier ist aber nichts jetzt versteckt noch. Nee. Okay. Dann hier hoch. Schön die Zunge rausstreckt. So, einmal rum. Alle ab. Ah, wir haben schon die Schrot. Aber hier gibt es auch wieder Skelette, ne? Den nächsten. Das ist, glaube ich, nicht wert, wenn wir jetzt hier die ganzen Vasen. Hoppi! Warte mal, könnte ich den da ins Wasser rein? Dann gibt er auch Ruhe, ne? Tatsächlich. Wenn er noch inner ist, ja, er hier. Okay, schaffen wir den auch erst weg. So, komm rüber. Alle ab. Ach, jetzt geht er dahin. Na gut, warte. Und tschüss. So, jetzt können wir auf... Ich vorher wissen müssen, dann hätten wir nämlich so... Die Vase geht, glaube ich, nicht kaputt. Die ist aus Stahl oder so. Aber hier waren ja ein paar kleine, ne? Die sind ja allerdings schon kaputt. Die hier höchstens. Da liegt tatsächlich was. Und Pfeile. Dann machen wir die Vase auch noch kaputt. Aber da ist nichts. So, das Wasser fließt. Ging ja zügig. So. Scheiße. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, wir müssen das jetzt nochmal alles machen. Aber na gut, beim zweiten Mal sollte es dann schneller gehen. Jetzt müssen wir uns auch nicht mehr um... Hier? Moment mal. Ach ja, mit dem Wasserbecken.
Okay, da brauchen wir uns nämlich nicht umschauen mehr. Wissen wir ja. Dann wollten wir nur auf die andere Seite rüber. Das müssen wir nochmal machen. Das war dann doch ein Stück zu hoch. Zack, so die Vase brauchen wir nicht kaputt machen. Da wissen wir ja. So, gehen wir erstmal hier geradeaus. Okay, nehmen wir ein kleines Bad. Alle ab. Und hopp. Ah ja, komm ruhig hierher. Tschüssi. So, den anderen. Stehen Sie mal auf hier. Nicht so faul, junger Mann. Kommen Sie rüber. Ist ja noch Platz. Ah, er springt auch dahin. Ich warte aber, bis er hier rumgekommen ist. Ah, der will wieder zwei. So. Okay. Das Zeug will man natürlich jetzt auch haben. Wenn schon, denn schon. Man weiß ja nie, was noch kommt und was man braucht. So, hier haben wir den... Ich will gleich speichern, aber nicht hier eigentlich. So. So. Abwärts. Hier in dem Raum ist ja nichts, ne? So eine großen Räume und ja, ich meine gut, man hat ja so schon genug gefunden. Und ich glaube, wenn wir schwimmen, sind wir schneller. Hier muss ich sowieso speichern, wegen dem Feuerdings da. Ach hier, wir haben ja Wasser. Wenn jetzt ein Feuergeist kommen sollte, ist ja nicht so schlimm. So, erstmal speichern. Super. So, wie war denn das jetzt nochmal? Irgendwie... irgendwie aus dem Stand ranspringen oder so. Ja, wir haben ja gespeichert. Ne, das geht schon mal nicht. Juhu, brennende Fackel. Ja, das meinte ich, das ist... aber da gab es einen Trick. Ach, ich glaube, ich weiß jetzt wieder. Ich glaube, mich zu erinnern.
Mal sehen, ob ich mit der Erinnerung richtig liege. So, und zwar ist man hier rangegangen. Hier so. Nee. Da brennt man auch. Aber irgendwie so hatte ich das in der Erinnerung. Ja, wie dann? Wie dann? Konnte ich hier von der Figur irgendwie aus? Nee, ne? Nee. Aber irgendwie habe ich das so in Erinnerung. Hier greift es ja noch nicht. Mache ich jetzt einen Schritt? Warte mal. Komm schon, das muss so irgendwie gehen. Jetzt brennt das Feuer. Ah ja, es ging doch so. Wusste ich doch. Irgendwie so war das. Ah, und wieder Skelette. Die stehen aber erst, so, dann kriegt der letzte Neptun auch seine Gabel. Ich glaube jetzt aber, das Rauskommen war nicht so einfach. Wir können uns mal nass machen. Nass machen. Ich meine mit Wasser hier so. Ne? Wegen dem Feuer. Bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Noch ein Medipack. Kleines. Stehen die jetzt auf? Ja, die stehen jetzt auf. Okay. Was? Komm hier durchgekrochen. Nein. Och Mann, ich wollte zum Wasser rennen. Ah, muss ich mir was einfallen lassen. Ich muss sie erst nach hinten locken. Ja. Das wäre der beste Plan. Dass ich ein bisschen Vorsprung habe. Und wenn ich dann nämlich runterkletter, genau wie ich hochgeklettert bin. Und zwar so. So. Nee, das war schon wieder zu viel. Das war zu viel. Ja, da war man froh, dass man es beim zweiten Mal oder dritten Mal geschafft hat. Und jetzt... ja, dieser... Man darf nur einen einzigen Schritt auf die Platte machen. Das ist gar nicht so einfach. So, und zwar... Wir müssen... Hier gleich... So. So. Genauso. Genauso muss ich auch wieder zurück. Also muss ich die, habe ich Schrot? Nee. Muss ich die auf jeden Fall, dass die dann hier, ne? Hier hinter erstmal locken. So, ach so. Ja, das muss sein, das ist Verschwendung sonst. Die Zeit muss sein.
jeder Schrotschuss ist natürlich wertvoll. So, der letzte Dreizack. Man kann auch hier nirgendwo, ich meine, das mit der Wassergeschichte hier, glaube ich, ist Schwachsinn. Man kann hier auch nirgendwo anders oder so einen Weg. Ach, wisst ihr was? Ich werde die wieder reinlegen. Kommt mal mit. So. Jupp. Kaum was sieht. Und dazu brauche ich Ruhe. So, da war aber noch einer, ne? Komm, steh auf. Stehen Sie auf. Der steht erst auf, wenn ich hier hingehe, ne? Gar nicht aufstehen? Na, mir egal. Dann bleibst du am Leben. So, wichtig ist jetzt hier ganz außen am Rand. Genau. Nein, nein, nein. Ganz außen am Rand. Eigentlich noch ein Stückchen hierher. Nein. Oh Mann. Das kriegen wir aber hin. Ich sag nichts dazu. Wie soll man denn sonst da rauskommen? Verstehe ich nicht. Ich hätte einfach nur rückwärts springen müssen. Ja, das ist korrekt. Mal guck mal, ich komme ja auch ganz sauber so hin, ne? Also muss ich auch sauber zurückkommen. Zum fünften Mal oder keine Ahnung, dritten Mal, vierten. So, jetzt müssen wir bloß noch die Zombies wieder her locken. So. Alle ab. Alle ab. Und der ist weg. Der nächste bitte. Okay. Kommen Sie mit. Hopp. Blubblub. So. Erledigt. Der will ja wieder nicht aufstehen, ne? Ja, okay. So. Nee, 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 nee. Da rüber, rüber, rüber. Mädel, was machst du?
will hier nicht. Was ist denn? Alter Schwede, drei große Medipacks verschwendet. Aber jetzt speichern. Weil ich möchte jetzt nicht nochmal tausendmal probieren, das irgendwie... Und ich dachte mir noch so, wenn ich ja hier... Ich zeige euch gleich. Und ich dachte mir so, wenn ich ja hier unter diesem Teil hier, ne, dann muss ja ausgehen. Dabei hat man hier voll erstmal eine Wand gehabt oder so. Nee, das war ja, warte mal. Ich war ja hier. Hier. Ging gar nicht. Ja, und dass ich mich hier hinhocken musste, das war klar. Eieieiei. So. Jetzt haben wir das ganze Wasser an. Ich glaube, jetzt müssen wir da runter. Und ich wollte eigentlich noch gar nicht, aber na gut. So. Jetzt müssen wir eigentlich wieder... Wir waren ja vorne noch nicht fertig. So, die Musik sagt uns, sie sind richtig. Auch keine Geschenke oder so. Und hier ist mal rein gar nichts. Na gut. Ich denke mal, dass die beiden zugleich... Oh, nee, ne? Zeig mal, habe ich da unten irgendwas, wo ich den loswerden kann? Na, Wasserbecken. Wollte ich jetzt nicht. Warte mal, ging das? Moment. Ach nee. Stimmt. Stimmt. So. Kommen Sie mal her. Läuft da auch oben lang, ne? Ach, hier ist noch einer. Ihr Verbrecher. Was? Geister! Hilfe! Zwei Helle. Hier muss irgendwo ein Totem sein. Nur wo? Knopf. Aha, da unten. Ich muss doch hier irgendwas in den Raum machen, ne? Nee, da muss ich nichts machen. Hier hinten ist doch noch eine Tür. Ah, ich muss die Geister erstmal loswerden. Warte mal, kann ich hier an den Sarg was machen? Oh, wir müssen uns heilen. Jetzt gehen aber die Großen ganz schön... Aha, jetzt ist da offen. Okay, ich wollte aber erstmal noch... hier war doch irgendwo... Bei einer Vase... Hat sich hier irgendwas geöffnet. Ich weiß nicht, wo das ist. Ja, jetzt sind die ja nicht mehr da.
Kann schon sein, dass hier jetzt das Totem ist. Oder? Ach nee, jetzt sind wir hier. Okay, das ist dann auch nochmal eine Abkürzung. Die können wir nämlich auch aufmachen. Da sind wir hier bei dem Gebäude, genau. Nee, da müssen wir nochmal zurück. Ich brauchte nur einen Totem. Ich will doch nur die Geister loswerden. Aber da war, glaube ich, noch eine Leiter gewesen auf dem Weg. Warten wir mal kurz. So, hier sind die Geister. Ich hatte so das Gefühl, dass hier irgendwo noch... Nee, das ist ja nur hier, wo wir herkommen. Ach komm, Leute. Hier muss man da irgendwo... Irgendwo muss man die da loswerden. Glaube ich jetzt nicht. Und da sind wir gekommen. Da glaube ich auch nicht. Oder hier einfach mal in den Wasser reinspringen. Nee. Wenn das jetzt zwei Feuergeister wären, dann wäre das ja okay. Na gut, das nervt jetzt. Warte mal, hier hatten wir... Ich kann mich gleich schon wieder heilen. Nur den? Nee, waren da nicht zwei Türen? Da hinten in der Ecke ist auch noch eine Tür. Vielleicht geht's ja hier zum Totem. Echt, hier geht's nur einmal im Kreis? Was soll das denn für eine Scheiße sein? Ja, irgendwas haben wir ja bekommen, ne? Ah, ich bin gleich tot. Die machen doch mehr Schaden, als ich dachte. Ei. Ich bin damit nicht zufrieden. Weil ich denke immer, dass da irgendwas noch ist. Und wir haben volles Leben. Linker Metallhandschuh. Oh. No. Yeah, no. Na gut, ich muss eh einen Schnitt machen. Den mache ich mal hier unten, weil ich weiß jetzt nicht genau, ob da noch... wir gehen erstmal hier hoch. Wir können ja jederzeit hier wieder hin. Gehen das mal hier hoch, genau. Weil ich möchte sagen, dass man die Geister auch loswerden kann. Aber wie? Ne? Ist die Frage. Was war denn eigentlich mit hier oben? Hier kamen wir doch auch gar nicht hoch. Hat sich hier denn schon was geändert? Nee, ist immer noch so. Für das Unterwasserding, da brauchen wir eigentlich zwei Teile. War es jetzt alles nur wegen dem einen Handschuh? Na, wir werden sehen. Okay, dann mache ich hier erstmal einen Schnitt und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 4. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.